Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute spielen wir das WM-Gruppenspiel der Gruppe A, Ägypten gegen Uruguay. Das Spiel findet am Freitag, den 15. Juni, statt. Ja, und die große Frage war vor diesem Spiel, schafft Mo Salah es hier auf dem Platz zu stehen? Und die Antwort ist, ja, hier sehen wir ihn am Ball. Also da auf jeden Fall alle Ägypter können da auf jeden Fall aufatmen. Der hat sich ja im Champions League Finale schwerer verletzt, musste ausgewechselt werden und es war nicht klar, ob der überhaupt zur WM fährt. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die erste Chance für Ägypten gegen Uruguay. Das wird richtungsweisend sein, denn neben denen sind ja noch Russland und Saudi-Arabien in der Gruppe. Also ist es hier enorm wichtig, im ersten Spiel direkt mal am besten 3 Punkte mitzunehmen, vor allem für Uruguay. Also sieht es aus, Uruguay der wahrscheinlich klare Favorit allgemein der ganzen Gruppe mit Suarez und Cavani. Und da sind die beiden auch zum ersten Mal schon. Und das ist eine Das war Riesenchance. eine richtig gute Chance. Vecinho war das hier. Schön gelupft über den Torwart, Vorarbeit von Cavani. Aber dann geht der Ball doch einen Ticken zu hoch und geht somit drüber. Aber fast das 1-0 für Uruguay. Die Defensive von Ägypten ist dann auf jeden Fall der Schwachpunkt. Wenn dann ist dann offensiv da richtig viel dabei. Hier kommen sie zum ersten Mal. Ah, ein bisschen in den Rücken gespielt, sonst wäre das sicherlich eine gute Chance gewesen. Trezeguet auf Hassan war das. Die spielen immerhin bei europäischen Vereinen. Zumindest Hassan spielt bei Braga. Und den wahrscheinlich, den alle kennen, ist natürlich Mo Salah. Jetzt aber, was macht denn da Uruguay, und das war für mich eine Rückgabe. Rückpass? Ja. Also, Gut, ganz komische vielleicht Situation, ne? hat das nicht gewollt, aber wie gesagt, eigentlich gibt es zumindest auch hier bei der WM einen Videoschiedsrichter. Greift aber hier nicht ein. 0:0 weiterhin. Komische Situation, aber jetzt gucken wir auf Uruguay. Die sind natürlich Richtig, auch das vor war. allem für ihre Offensive bekannt. Wie du schon sagtest, Suarez, Cavani. Da gibt es kaum bessere Stürmer. Und auch defensiv Diego Godin. Godin. Und auch Jiménez, auch von Atletico Madrid, die beiden Uruguayer da. Also sie haben wirklich ein starkes Team, sind ja so ein bisschen der Geheimfavorit immer wieder. Jetzt aber! Der Tor, Schuss. Riesenchance für Sevilla. Trezeguet, der linke Flügelspieler, kurz gespielt, schnell abgeschlossen und das wäre ein Traumtor gewesen. Und da wäre Muslera komplett machtlos. Pfosten. Riesenglück für Uruguay. Aber ein richtig schöner Schuss, der kam fast aus dem Nix so irgendwie. Ja. Suarez. Suarez mit dem Steilpass auf Edinson Cavani. Aber Gefühlt. bisher Uruguay vorne, außer den Lupfer da, noch nicht so wirklich im Spiel. Auch ein Suarez noch kaum gesehen. Da ist wieder Vitinho. Raus auf Rodriguez. Wie, was nimmt denn Und. der Torwart da den Ball nicht in die Hand? Meiner Meinung nach hätte er es machen dürfen. Aber wir haben es ja auf der anderen Seite gesehen, der Schiri anscheinend Ja. hat von der Regel Rückpass noch nicht viel gehört. Hassan. Gefällt mir eigentlich ganz gut, das ägyptische Offensivspiel, aber einen können sie da bisher noch überhaupt nicht ins Spiel bringen und das ist die Nummer 10, das ist Mohamed Salah. Ja, Salah bisher nur so halt anwesend auf dem Platz, Ja. aber noch, aber größtenteils kann man das von Uruguay, Suarez und Cavani auch behaupten. Also viel mehr machen die hier auch noch nicht. Aber jetzt kommt mal Luis Suarez. Boah, Oh, setz setzt dich er da sich aber durch. durch. Was Suarez, macht jetzt denn zeigt er seine der? ganze Klasse. Suarez! Aber auch Respekt hier. Ich weiß gar nicht, wer es genau war. Klärt hier auf der Linie. Also rennt er gut mit. Das war nicht Ja. komplett auf der Linie, aber richtig, richtig stark geklärt und dann auch noch in die Arme vom Torwart geköpft. Hut ab. Super Die Nummer 7, Rettungsaktion. Fatih war es. Haben wir gerade noch mal gesehen. Also, das war auf jeden Fall eine 99-prozentige Chance, muss man schon fast sagen. Suarez klasse durchgesetzt. Aber wir gucken jetzt erstmal klasse Flanke. Und jetzt dreht Uruguay hier langsam richtig auf. Wir sehen,
im Bildrand das Foul an Salah. Und das war für mich ein richtig böses Foul. Das muss für mich mindestens gelb geben. Also, und das gibt es auch hier für die Nummer 7, für Christian Rodriguez. Aber Salah steht schon wieder immerhin. Hier sehen wir es nochmal. Also. Oh Gott, deswegen, das ist ja fast eine Körperverletzung. Das ist ja eigentlich rot. Das ist für mich klar rot. Der Ball war längst weg und er Komplette springt. Tätigkeit, also. Ja. Und auch hier, wir sagen es nochmal. Der Videoschiedsrichter greift wieder nicht ein. Also gut, bei dem Rückpass muss er vielleicht nicht eingreifen. Da weiß ich jetzt nicht die genauen Regeln. Aber auf jeden Fall wieder mal Glück für Uruguay. Eben das Pech, jetzt das Glück. Weiterhin 0 zu 0. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Partie. Wir haben jetzt noch nicht die großen Aktion gesehen, jetzt sehen wir zum ersten Mal Mohamed Salah. Wir haben ja auf jeden Fall gleich schon Halbzeit, es steht 0 zu 0. Also, da haben wir uns eigentlich ein bisschen mehr von versprochen, aber beide Teams kriegen in der Offensive jetzt gar nicht mal so krass viel hin. Aber vielleicht hat Uruguay hier noch einen mit Cavani. Diesen Foul für mich. Freistoß, meiner Meinung nach, ja, gibt es auch. Das Lassen wird die sich da Zeit. letzte Aktion hier vor der Halbzeit sein. Den schnappt sich Luis Suarez. Letzte Chance hier vor der Halbzeit. Suarez, den holt man. Von der Geschwindigkeit war der relativ stark, aber wie du sagtest, genau auf den Mann. Wir sehen hier ein okayes Spiel. Vor allem Uruguay hatte Riesenchancen. Suarez kann man da hervornehmen, hervorheben. Und von Ägypten habe ich mir eigentlich wirklich, wie schon gesagt, etwas mehr erhofft. Klar, die sind jetzt nicht unbedingt der Favorit hier, aber die haben eigentlich einen okayen Kader. Ein Weltklasse Mohamed Salah, aber man merkt vielleicht noch, der ist nicht hundertprozentig fit. Vielleicht ist es wirklich so. Jetzt erstmal Luis Suarez. Der hat hier richtig Bock mitgebracht. Ist natürlich bei jeder WM ein absoluter Kämpfer. Manchmal ein bisschen drüber. Wir Manchmal auch erinnern ein uns Weißer. ja an letzte WM. Gegen Italien war es, glaube ich. Ja, gegen Chiellini. Ja. Aber mal gucken, sehen wir hier in der Partie vielleicht überhaupt gar kein Tor. Das könnte natürlich auch gut sein, hier 0 zu 0. Aber es ist natürlich noch lange zu spielen. Jetzt kommt erstmal Uruguay mit Edinson Cavani. Ja, aber das ist sehr kläglich, das Ding. Das kann er besser. Hätte vielleicht hier auch noch abspielen müssen, aber der Torhüter sieht direkt, dass der daneben geht. Aber was sieht er denn jetzt? Glück, dass Suarez da völlig überrascht war anscheinend. Denn er kann den Ball nicht kontrollieren. Aber jetzt gefällt mir hier überhaupt nicht mehr, was Ägypten macht. Die verlieren jetzt wirklich jeden Ball und es ist wirklich gerade nur noch eine Frage der Zeit, bis Uruguay hier die Führung erzielt. Hassan. Vielleicht mal über den starken Trezeguet, noch der Beste da offensiv, aber hat keinen, der Oh, mitläuft. guter Versuch. Aber da muss Muslera auch erstmal die Hände schnell genug hochkriegen. Ja, hat er Guter in dem sicherlich Fall. nicht mitgerechnet, aber jetzt wird da Uruguay überhaupt nicht mehr angegriffen. Doch jetzt Oh, Salah Salah. dazwischen. Gefällt mir defensiv sogar besser als offensiv, weil er offensiv überhaupt noch keine Aktion hatte, jetzt aber mal. Mohamed Salah, kann er da durchkommen? Immerhin mal so etwas wie einen Abschluss. Das war, glaube ich, fast seine erste Chance überhaupt. Ne? Da kommt er jetzt direkt nochmal. Die ist gefährlich. Ja, Jimenez schmeißt sich da rein. Und Godin richtig stark in die Arme von Muslera. So kann Uruguay neu aufbauen mit Vareda und Hernandez in die Mitte auf Cavani. Langes Ding auf Rodriguez. Der hätte eigentlich mit Rot vom Platz fliegen müssen, aber das macht er hier gut. Rodriguez lang rein, das Ding. Aber der Kopfball dann nicht gefährlich. Ja, und jetzt wirklich nur noch knappe 25 Minuten. Und wie du schon gesagt hast, bleibt sie beim 0 zu 0. Jetzt aber klasse Lauf von den Ägyptern. Die Flanke ist nicht gut. Caceres kann da klären. Das wäre das 1 zu 0 gewesen. Denn dahinter war Salah gestanden.
eins muss man hier den Teams aber auch lassen. Klar kommt man da zwar ab und zu mal durch, aber relativ gut verteidigen können sie. Zumindest Uruguay fällt mir da auch immer gut auf. In der Situation auch Ja. Caceres schmeißt sich da komplett mit seinem Körper davor. Sieht dann alles zwar gefährlich aus, aber erklärt es dann letztendlich souverän. Beiden Seiten gibt es zwei Wechsel, wahrscheinlich beide offensiv, denn die Teams, die werden hier nicht zufrieden sein, zumindest Uruguay nicht, kann ich mir vorstellen. Na, so sieht es aus. Uruguay nimmt jetzt auch Cavani raus. Da kommt jetzt Stuani, der andere Stürmer. Auch gut, aber Bentancur! Das gibt's ja nicht! Und jetzt so ein Ding, oder was? Ja, Wahnsinn! 1-0 Uruguay! Und was für ein Ding! Bentancur haut das Ding da oben in den Knick und Abfahrt! Und ich habe ihn ein bisschen kritisiert, den Torhüter von Ägypten, aber da ist er ja sowas von machtlos. Was für einen Strahl von dem Mittelfeldspieler von Juventus Turin. Unfassbares Tor, da war das Spiel gerade wieder ein bisschen beruhigt. Und dann haben wir hier so eine Situation. Uruguay führt jetzt, gerade als Ägypten nochmal offensiv gewechselt hat. Das wird sicherlich nochmal spannend. Und wir wissen, Uruguay kann dann natürlich, wenn Ägypten aufmacht, kontern. Jetzt gucken wir erstmal auf Mohamed Salah. Ist natürlich flink. Karabar Die abgefälscht. schmeißen sich in jeden Ball rein, die Männer hier von Uruguay. Salah mit der nächsten Chance, mit der Boah. Ecke in die Arme von Muslera und der drescht den Ball einfach ganz schnell weg. Wollte er wahrscheinlich Luis Suarez ins Spiel einbeziehen direkt. 2-0 wäre auf jeden Fall sicherer. Für Uruguay. Denn sie wissen, Mohamed Salah ist noch auf dem Feld. Das ist Karabar eingewechselt. Jetzt spielen sie da ein bisschen um den Strafraum rum. Aber Flanke kommt Uruguay rein. steht unglaublich gut. Also das muss man wirklich nochmal sagen. Die kommen in jeden entscheidenden, fast wichtigen Zweikampf rein. Auch hier wieder vor Salah. Schmeißen sich mit allem rein, was sie haben. Auch hier kein Foul. Aber da ist jetzt mal die Lücke und da ist die Chance fürs Tor. Da ist das Ding. Wahnsinn. Und das war Karaba. 1-2-1, Ägypten macht das Tor. Und das ist sowieso wichtig. Wie du sagst, also eigentlich richtig gut verteidigt. Die stehen da wirklich defensiv, wie man es kennt von Uruguay. Aber dann steht da, ich weiß nicht, wer es ist, die Nummer 4, ein bisschen zu weit weg. Und Karabar macht das dann aber auch klasse aus der Drehung, hämmert den da rein. 1:1. Wir haben hier weiterhin ein offenes Spiel. Es kann wirklich jetzt jedes Team gewinnen. Im Moment sogar ein bisschen der Vorteil bei Ägypten vielleicht durch diesen Ausgleich, aber vorne natürlich ein Luis Suarez bei Uruguay auch noch enorm gefährlich. Aber Ägypten hat jetzt hier die Motivation nochmal richtig gepackt. Hainini, Mo Salah, Araba. Ah, Uruguay kann es erstmal klären. Stuani mit dem Pass. Da ist er nochmal und da ist nochmal die Chance, Vitinho. Oh, Vitinho macht macht das den klasse! Tor! Das ist überragend! Und das ist kein Abseits. Luis Suarez wird zum Matchwinner in der 92. Spielminute. Gott, ist das bitter für Ägypten. Ihr seht es auf der Uhr. 20 Sekunden noch zu spielen. Aber Ein man muss wirklicher sagen, Last-Minute-Treffer. wirklich klasse rausgespielt. Natürlich ist Ägypten da vielleicht zu offensiv. Lassen da Suarez und Co. viel zu viel Platz. Aber dann richtig gut rausgespielt und so gewinnen sie hier noch. Und man sieht wirklich, die Freude ist riesengroß hier kurz vor Schluss. Diesen wichtigen Treffer gemacht. Dieses wichtige 2:1. 3 Punkte statt einem Punkt. Und Ägypten ist jetzt komplett ohne Punkte da. Ist ein bisschen traurig für sie, aber insgesamt geht das für mich trotzdem in Ordnung. Ja, es war auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel jetzt noch zum Schluss. Also allgemein, wir hatten sehr, 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 sehr viel Spannung in diesem Spiel, das muss man sagen. Auch wenn es lange gedauert hat, bis wir das erste Tor hier gesehen haben, aber dann haben wir doch noch drei gekriegt.
Und ja, vielleicht hätte Ägypten ja auch einen Punkt mitnehmen können. Das wäre fast möglich gewesen. Jetzt so kurz vor Schluss ist es natürlich ultra ärgerlich für sie. Jetzt stehen sie ohne da und man muss natürlich drauf schauen, wie spielt Russland, wie spielt Saudi-Arabien. Kann man den Einzug ins Achtelfinale schaffen? Es wird auf jeden Fall schwer. Ich glaube, in echt sind sich sehr viele einig, dass auf jeden Fall Uruguay nominell die bessere Mannschaft hat, damit auch der Favorit ist. Die große Frage wird sein, kann Mohamed Salah spielen? Im Moment ist es noch nicht sicher, ob er überhaupt dabei ist. Ich gehe mal davon aus, dass er zumindest mitkommt. Ob er spielen kann, ist dann eine andere Frage. Davon wird sehr viel abhängen bei Ägypten. Wenn er spielen kann, haben sie auf jeden Fall eine Chance, meiner Meinung. Ich glaube aber trotzdem, dass Uruguay dann noch eine Nummer zu groß ist. Es wird, wie wir es gerade gespielt haben, ein knappes 2:1 für Uruguay. Ja, wie du schon sagst, es ist halt wirklich die große Frage, kommt Ben Mo Salah mit? Und wenn ja, wie fit ist er? Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, dass Salah, wie du auch schon sagst, auf jeden Fall mitfährt. Ob es jetzt direkt im ersten Spiel gegen Uruguay schon reicht, na, man weiß es nicht. Aber irgendwie glaube ich, dass Ägypten trotzdem gut auftreten wird und das Spiel nicht verlieren wird. Ich sage, das Spiel geht unentschieden aus. Das wird eine knappe Sache. So ein 1-1 könnte ich mir wirklich gut vorstellen bei dem Spiel. Ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.